Ein fröhliches Mia und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital mit Ach du Scheiße Notfallversorgung. Macht den Fast. Notfallversorgung, Druckverband, alles. Ja, schickt sie in die Intensiv. Wir brauchen Platz zu arbeiten. Trauma. Uff, wir müssen sie operieren. Aufmachen, Herr Doktor. Aufmachen. Notaufnahmen, nee. Die in der Notaufnahme operieren wir gar nicht. Bei denen der Notaufnahme tun wir gar nicht operieren. Geh mal an die Tasche, hör du. So, kannst mir mal ganz kurz sagen, was, wie viel, ach du Scheiße, deswegen. Pause. Wie viele OPs nutzen wir gerade? Einer von zweien. Alles klar. Warum nutzen wir nur so wenig OPs? Haben wir zu wenig Personal? Wir haben einen Anästhesisten, zwei OP. Okay, ich brauche also für die Tagschicht einen hier so ein Annemarie. Ein Pfleger 9. Für so eine scheiß OP braucht. Was steht, sagt er mir? Mindestens benötigtes Personal. Also, 3 Ärzte brauche ich dafür. Ja. 3 Ärzte. Also, und 3 Schwestern. Das heißt, brauche 6 pro OP. Wir haben 2 Operateure. Also, das müssen wir um. Wir müssen das ganz kurz mal planen. Also, meine Damen und Herren. Liebe Team. So, wir brauchen einen neuen Anästhesisten. Also, 3 Schwestern. Eine OP-Pflegerin. Also, wir machen einfach 2 OP-Schwestern hier. OP-Schwester, medizinische Chirurgie, jawohl. Die hier. Herzlich willkommen. Und noch ein, wär's schön. Noch ein, sie. So, das hätten wir. Damit hätten wir 4 Pfleger, das heißt, wir haben 2 neue. Wir brauchen für eine OP 3 Pfleger, ne? Ja. Also 3 Pfleger kriegen sie. 2 Pfleger, ja, passt. Brauche ich 4 Ärzte. Ach du Scheiße. Wir brauchen 9 Arzt. Also, wir haben 5 Ärzte. Plus 2 Operateure, alles klar. Dann brauchen wir noch einen Anästhesist hier, der Narkose machen kann. Sie. Das ist schon Arsch, Alter. Die sind alle schon Arsch. Charaktereditor. So, machen wir mal. Haare. Ich bin männlich. Ich weiß. Ich mach einfach mal. Ne, ich habe einfach gerade Bock. So, Augen. Sag mal, der ist schon sehr sympathisch aus. Nase, okay, Lippen. Ist mir so was von egal. Ich habe keinen Bart. Gibt's auch mich ohne Bart. Danke, jetzt sehe ich etwas. Was das war's? Brille. Nein, Brille viel, Mann. Um Gottes Willen, lass die Brille weg. Falten. Tendenziell nein. Alter. 28, bin jungspund. So, ich bin Hautfarbe. Ich bin nicht krass. Ich bin so, ja. Nee. Eine vernünftige Hautfarbe. So, ich würde mich schon so sehen, glaube ich. Warte, ich guck mal kurz. Ja, vielleicht nicht so gelb. Das
Das sieht aber alles so komisch aus. Das wird noch gehen. So sehe ich aus. Haarfarbe. Ich habe braun. Wo ist braun? Da. Nee, ich habe dunkleres braun. Ja, das passt. Das passt. So. Genau. Beruf. Auswählen. Beruhigend. Wie viel kostet? Ach du Scheiße. Beruf. Facharzt. Ja, ich brauche einen Anästhesist hier. Guter Chef verbessert jeden Morgen zufrieden. Beruhigend. Diagnostisches Genie. Ja, ich bin diagnostisches Genie. Und Nachtmensch. Geselliger Mensch, ne, bin ich gar nicht. Sympathisch bin ich auch nicht. Bin schnell, nein, um Gottes Willen. Um zu lernen, ich bin beruhigend. Ja, ich bin beruhigend. Und eins, was ich nicht. Ich bin. Bin Alkoholiker, nein, langer Arbeitsweg. Schnecke bewegt sich langsam. Ich bin fleißig. Ich bin hier fleißig, bin fleißig. Fleißiger Mitarbeiter. Ich bin fleißig, bin so weit von fleißig hier. Ich heiße Tigo. Ich bin Tigo. Tigo. Tigo Peach. Nein, Tigo. Tiger. Bin der Dr. Tiger. Guten Tag. Oh Gott, das kostet so viel. Das kostet 10.000. Nee, 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 nee. Ich kann gar nicht aussuchen, was ich mache. Ja, geht nicht. Schade, ne? Schade. Dann müssen wir halt einen Standard an. Hier sie. Sie, auch wenn ich sie nicht mag. Bitteschön. So, das heißt, wir haben zwei Anästhesisten. Okay. Lass mich kurz rechnen. Wir brauchen wie viel pro OP? Ein Arzt, Chirurg. Zweiter Arzt. Vier. Wie viel haben wir? Fünf. Sieben. Wir haben nur sieben Ärzte. Nein, wir haben mehr in der Tagschicht, ne? Wir haben sechs. Acht, wir haben acht Ärzte, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, wir haben zu. Opa, was ist denn das jetzt passiert? Habe ich jetzt aus Versehen ausgeblendet. Oh Gott. Ich habe eventuell ein paar Sachen zu viel ausgeblendet. So, können wir bitte mal kurz noch ein Dings hier, einen Schreibtisch hinstellen. Und einen PC. Wir brauchen nämlich noch zwei neue Schnubbelputz. Ja, noch, komm, hau noch hier so einen scheiß Stuhl hin. So, dann haben wir jetzt Kapazitäten für später. So. Und soll von mir aus hier noch ein Doktor sitzen. Ne? Also, wir haben Anästhesist. Soll das von mir aus noch ein Operateur? Oder? Operateur, ist das gut? Operateur, allgemein operative Chirurgie. Ja. Sie soll ja noch da sitzen. Ja, ich kann von mir aus da noch sitzen. So, dann haben wir jetzt Operateure. Ne? Ja. Wunderbar. Dann können wir jetzt zwei Chirurgien in meiner Theorie gleichzeitig betreuen. Oder? Könnt ihr den zweiten Chirurg hier, den zweiten OP fällig machen? Ist das möglich? Könnt ihr den OP fertig machen? Warum macht ihr den zweiten OP nicht fertig, Leute? Macht doch bitte den scheiß zweiten OP fertig. Zeigt mir bitte, warum der OP nicht. Los, schiebt den rein. Macht den OP fertig. Macht doch den scheiß OP fertig, Leute. Komm, dann wechsle ich halt dich.
Dann kommt hier halt noch so ein Allgemeinmediziner hier ran. So. Soll er mir am Popöchen lecken. Ich habe echt zu viele Ärzte. Vielleicht soll ich sie doch kündigen. Kündigen, ja. Tschüss. Ich hätte lieber einen normalen Arzt da noch, ja. Kündigen, ja, ich habe dich doch gekündigt. Ich will einen neuen Arzt. So. Ganz normaler Arzt. Ja, ein ganz normaler Arzt. Hier. Ja, ganz normaler Arzt. Ganz normaler Doktor. Kann es sein, dass sie zusammen... Ach, der geben 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, verstehe. Mitarbeiter wurde entlassen. Ach, sag bloß. So, hier, der zweite OP ist auf jeden Fall bereit. Sehr schön. Der zweite OP, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der zweite OP. Und was sagt der Plan, der OP-Plan aktuell? Gefeuert. Ja, das ist mir relativ Wurst. So, noch mal kurzer Check, wie viele Dinge haben wir? Wir haben zwei Operateure. Ja, ich sollte wirklich doch noch. Kann ich die Kündigung zurückziehen? Ach, komm, Gott. Mach Fähne. Ich wollte eigentlich gleichzeitig operieren können. So ist sie jetzt nach Hause gegangen. Ja, sie ist weg. Sehr schön, ich will einen neuen Chirurg. Einen guten Chirurg hätte ich gern. Er ist gut, oder? Er ist der Beste, würde ich sagen. Er ist wirklich der Beste, den wir aktuell haben. Herzlich willkommen, neuer Chirurg. Drei Chirurgen tagsüber, krass, ey. So, wie sieht das unten aus? Traumazentrum, wie sieht das aus? Voll leer, leer. Alles klar, dann können wir ein bisschen Gas geben. Da kommt sie. Ich glaube, die blutet, Leute. Bluttransfusion, fast abdominal. So ganz klar. Notfallchirurgisch. Abdominal, abdominal, abdominal. Alles klar. Abhören. Nein, körperliche Untersuchung. Wertdifferenz hier. Bitteschön. Tut mal euer Bestes, würde ich sagen. Ja. Also, was sagst du? Hast schon den Fast gemacht? Also heftige Blutung. So, tun wir schon wieder operieren? Wir tun ja wirklich schon wieder operieren. Es geht hier echt Schlag auf Schlag aktuell. Geht echt Schlag auf Schlag. Aber warum bereitet ihr nicht
Warum schiebt ihr sie nicht hier in die zweite OP? Hä? Wir haben doch dafür zwei OPs. Guckt doch mal, da ist der zweite OP. Er wartet auf euch. Die Frage ist, was fehlt? Schwester Lester? Fehlt eine Schwester? Meiner Meinung nach, nein. Wir haben zwei von vier OP-Pflegerinnen. Vielleicht haben wir zu wenig OP-Pfleger. Zwei von vier Arsch. Arg. Arg. Knapp. Wir brauchen halt für eine OP drei Leute anscheinend. Ne? Also für eine OP benötige ich einen Arzt, also einen Chirurg. Einen Assistent. Ja, ein Arzt, ein Anästhesist. Dann eine OP-Schwester und eine Schwester. Sitzt hier noch eine ganz normale Schwester hin. Hier, ganz normale Schwester, auch kein Problem. Bitteschön, herzlichen Glückwunsch. So, könnt ihr jetzt den zweiten OP vorbereiten. Das wäre mir sehr wichtig. Warum nutzt ihr nicht den zweiten? Oh, doch, die tun. Jetzt, wir tun gleichzeitig operieren, sozusagen. Oder? Gefühlt ja. Aber jetzt macht sich der zweite OP bezahlt. So, vorheriger Tag. Operation. Spezialisierung, aha. Frank Pfeif. Hier fehlt aber noch ein dritter, oder? Ne, da ist der dritte. So, kann losgehen. Ich sehe da was. Es gefällt mir gar nicht. Vorsicht! Also es ist schön, wie pro Tag aufschneiden. Ja, das gefällt mir. Die operieren hier echt am laufenden Bande, würde ich sagen. Ne? Ja, die wartet auch schon auf die OP. Risiko, dann schickt sie Priorität hoch. Soll die von mir aus jetzt. Macht sie auf, dann soll die mir nicht mehr auf den Sack gehen. Ja. Also irgendwo ist das Problem, weil die jetzt erst vorbereiten. Das heißt, irgendeiner von denen, Dennis abrupt. Wer von denen ist denn immer hier? Margret. Nee, das ist ein komplett neues OP-Team, oder? Robert Berger. Margret Schratt. Ja, ich hör's. Ich komm runter. Kein Problem. So, guten Tag. Schieb den in den Traumazentrum. Was hast du? Aufnahme. Ich würde einen Fast empfehlen. Fast ist nämlich immer gut. Wer Fast hat, der hat alles. Bitte einmal einen Fast. The Furious. Ist eigentlich mittlerweile irgendein Patient, hat sich irgendeiner schon hier oben verlaufen? Nein. Okay. Das Innere ist absolut unrentabel, nutzt niemand. Ich bin enttäuscht.
Ja. Nur Chirurgie wollen die. So, also wir haben nichts gefunden mit dem Fast. Alles klar, dann würde ich eine körperliche Untersuchung machen. So, was haben wir denn noch? Dann würde ich einmal abklopfen, hier abtasten. Einmal kurz alles fühlen, Befühlung. Eine kurze Befühlung, lass mal gucken. Alles klar, wunderbare Gefühl. Schöne Gefühle, gefällt mir diese Gefühle. Ne? Also. Notfallversorgung, absolut alles klar. Zack, da. Leberquetschung. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, sie müssen operiert werden. So. Da wir aber noch nicht alles wissen, würde ich sagen, muss ich mal ganz kurz eine Blutabnahme für dich machen. Ja. Oder lieber Blut. So, Urin findest du schöner? Dann mach eine Urinprobe noch. Ja. Weil ich muss halt irgendwas wissen. Ne? So, 10.000 haben wir schon. Krankenkasse. Okay, wir haben einen in der Inneren schon gehabt. Das ist krass. Das ist heftig. Die Innere, die läuft ja richtig. Also, guck mal. Ich dachte, ich hätte sie überdimensioniert. Sogar mein Arzt hier. Patienten. Oh, wir hatten sogar schon drei. Ja, holla die Waldfee. Status durch. Risiko mittelmäßig, ja. Gegangen im Ruhestand, Koch. Nicht versichert, aha. Also, wenn man, unsere Inder wird also doch noch schon ein bisschen angenommen. Ja, der wird doch eh jetzt operiert gleich. Ich habe zwar noch nicht alles, aber werden wir noch hinkriegen, rauskriegen. So, oh krass, unser OP ist gerade leer. Wurde anscheinend fertig operiert. Müssen wir heute noch aufschneiden oder haben wir für heute Feierabend? Der OP hat für heute Feierabend. Sehr schön. OP ist durch. Passt. Ja, ist auch gleich Feierabend für die Tagschicht. Dann kehrt Ruhe ein im Zimmer der Ärzte. Unseres Chirurg-Teams. Wir können zwar auch Nachts-OPs, aber nicht auf volle Auslastung. Lange Wartezeiten für Behandlung. Inzension. Welches Zimmer ist überlastet? Also mir wird hier nichts. Wo bist du? Hier. Dann mach doch die scheiß OP. Unbehagen. Ja, dann mach die Kack-OP. Schneide die aus. Ihr habt doch Platz. Lange Wartezeiten, ja. Die OP sollte doch eigentlich. Ich weiß nicht. Ist noch nicht geplant, die OP? Ist hier noch nicht geplant. So, weil wir hier noch dran sind. Okay. Verstehe. Liegt das daran, da werde ich hier mit dem Rollstuhl rumtrödeln müssen oder was?
So, die hätten keinen Bock. Überwachter Patient kollabiert. Ja, es kommt davon, wenn man ihn nicht operiert. Er muss halt aufgemacht werden, Leute. Wird jetzt eh in die ITS eingewiesen, gehe ich von aus. Ja, es war logisch, dass er jetzt in die ITS kommt. Das war sowas von klar. Nee, du. Du. So. Tang, 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 tang. Rang, tang, 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 tang. Rang, tang, 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 tang. Was hast du? Sowas mit dir. Also läuft das alles auf No P. Also alles No P, alles klar. Kriegst du das? Das machen wir erstmal jetzt im Puff. Untersuchungen, eine körperliche Untersuchung. Dubdam. Vielleicht noch einen Blutdruck messen, einfach mal so aus Spaß an der Freude. Gucken wir mal, wie es dir geht. Du bist ja in der ITS mittlerweile. Die OP sollte also gleich wieder geplant, gebucht sein, gehe ich von aus. Eingewiesen, untersucht. Ja, das ist wichtig. Will aber nicht, dass er ein Langzeit-EKG macht. Brauchen wir nicht. Überprüfung der Sprache. Ja, das ist alles Schwachsinn, Leute. Ihr müsst den einfach in OP schieben. Ja, OP-Planung. Hat er das nicht schon? Aktuelle. Der wird kollabieren, wenn wir ihn nicht den Scheiß. OP-Saal in Chirurgie. Plus ITS. Ja, es ist okay, Hammer. Leute, haben wir. So. Wie siehst du aus? Dir geht's auch kacke. Notfallversorgung würde ich empfehlen. Ja. Okay. EKG. Wir müssen den. Wir brauchen ein CT, Leute. Wir brauchen eigentlich ein CT. Führt kein Weg drumherum. Wir brauchen eigentlich ein CT. CT ist nämlich immer so, dass Nonplusultra die Differenzdiagnose kann nicht jeder, weil die alle zu dumm sind. Leute, macht doch mal bitte. So, hier der Pascal. Haben wir mittlerweile. Ist geschafft, nein. Anscheinend nicht. Pudum, pudum, pudums. Padum, padum, padum. So, wir wissen jetzt Tücherkratie. Unterdrückt ja Gott sei Dank abdominale Schmerzen mittelmäßig gering. Also, wir konnten alles. Ein Bett für die Be ist belegt. Wo ist er denn? Ah. Lass mal gucken, wo geht's jetzt hin mit dir? Also, wo verlegen wir dich jetzt hin? Verlegen wir dich hier hin? Kann das sein? Ja.
Also die Gnädige, es kann das sein, dass er überfordert ist. Anscheinend, also dieser Raum hat wahrscheinlich lange Wartezeiten. Kann man gucken. Wo mir der sagt, Mittel. Ja, hoch, hoch. Anscheinend nichts. Gering, jetzt mal ganz ehrlich, was willst du in der Überwachung? Wollt ihr mich verarschen? Wie viel soll ich denn operieren am Tag? Kann ich nachts nicht operieren? Ich dachte, ich könnte nachts operieren. Trotz. Also wir haben zwei Dinger. Ja, ich habe doch genug nachts. Oder nicht? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe doch fünf Ärzte. Nachts. Oder ist das noch immer die Gesamtzahl? Ich bin Nummer 1, 2, 3, 3. 4, 5, okay. So, die Frage ist, was fehlt nachts, damit wir es machen können? Einfach ein ganz normaler Arzt, kann das sein? Ich glaube, ein ganz normaler Arzt will der nachts noch haben. So einfach der gut in seinem Job ist. Er hier, als sie als Beispiel. So. Weil ich brauche halt noch immer. Arzt. Ein Arzt. So, wir haben jetzt nachts noch einen mehr. Ja, das heißt, wir könnten jetzt in der Theorie aufmachen. Oder tut ihr jetzt auch aufmachen oder bleibt ihr jetzt ja bleibst jetzt auch noch einen ganzen Tag hier sitzen? Also gefühlt haben wir nachts zu wenig Schwestern. Weil keine Schwester hier da ist. Liechtesel, ja, wir haben zu wenig Schwestern nachts. Weil keine Schwester hier ist. Kommen wir deswegen wahrscheinlich nicht zum. Zum Aufmachen. Ja, wir haben eine OP-Pflegerin, die aber passt. Aber ich brauche halt eine Tante, die auch mal vertreten kann. So, wahrscheinlich geht er jetzt operieren. Also gehst du jetzt aufmachen? Nee, gehst. Warum will denn hier niemand operieren, Leute? Tut doch einfach öffnen. Ich verstehe es nicht. Warum plant ihr keine OPs? Lange Wartezeiten. Plant, wartet auf freien Untersuchungsraum, der ist frei. Sie meint diesen Raum, der ist aber frei, Leute. Freier geht nämlich gar nicht. Bin mir nämlich sehr sicher, dass er frei ist. So. Aber da gefühlt jeder, so wirklich jeder irgendwie in diesen scheiß Raum rein will. Ich weiß nicht. Was diesen Raum so attraktiv macht, dass man da alle 3 Sekunden einen reinschieben muss. Ja, ich verstehe es halt nicht. Was dieser Raum so attraktiv, warum dieser Raum. Ach ja, ich habe ja kein Geld. Ich vergaß, mir fehlt ja das Nötige. Die nötigen Scheinchen. Hab vergessen. So, bumm. Mach den von mir aus ein bisschen größer, dann habe ich meine Ruhe. Komm, mach hopp. Hopp. Wenden.
Schwupp. Bitteschön. So, dann gehst du hier noch in die. Die. Hier in die. Die Diagnostik. So. So, was haben wir unten? Kurze Frage. Also hier ist. Scheint Ultraschall. Und hier ist Cardio. Okay, dann mache ich, weiß ich nicht. Was ist wichtiger, Cardio oder Ultra? Ich glaube, Ultraschall ist wichtiger, oder? Was meint ihr? So ein Ultraschall, also ich würde Ultraschall wichtiger finden. Das hat schon ein großer Raum. Ne, also ein Ultraschall ist schon ganz schön wichtig. So als Basis. Muss man nicht immer in die Dings fahren. Ne, das ist ja Schwachsinn, wenn man nur für einen Ultraschall in die Abteilung fahren muss, wo keiner hin will. Hätte ich auch nicht Bock. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Und die Geräte sind doch alle so günstig wieder. Ja Mann, ey, warum sind die nachher alle so cheap? Ist ja fantastisch. Ich liebe solche günstigen Artikel. Da fühlt man sich immer. Ach, ist schon wieder kein Geld. Ich hab gleich teuren Tag. Also das ist so teuer. Ich kann gleich ein CT bauen, so vom Preis. Da würde sie jetzt auch nichts mehr tun. Ob ich jetzt noch ein CT in Anschluss dran baue. Ich nehme ja eh jede Nacht, also ein bis zwei Kredite. Also jetzt mal ehrlich. Ob ich jetzt noch einen Kredit mehr oder einen Kredit weniger für die Sache mache, die ich schon die ganze Zeit machen möchte, ist dann auch Wumpe. So. Jetzt noch einen ganzen Mal nochmal einen Tisch. Hier rein. So, dann stellt sie hier von mir aus noch so einen Stuhl hinzu. Bitteschön. Schlapp Laptop. Zack, Drucker dabei. Jetzt mal einen bequemen Stuhl noch dahin. Hier so einen schönen Stuhl. Kannst du von mir aus hier so hinstellen. So, fertig. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Ne? Hoppala. Fortsetzen. Nein, wir brauchen natürlich hier auch noch Mitarbeiter. Ultraschall, gibt es hier einen guten Ultraschallist? Ja, er ist gut in Ultraschall, wer ist sehr gut. Wer kann denn Ultraschall? Du kannst noch Ultraschall, Master of Science. Ja, herzlichen Glückwunsch, willkommen beim Ultraschall, meine Damen und Herren. So, wie teuer wird so ein CT kosten? CT wird mich 34.000 kosten. Das wären zwei Kredite nur für die Röhre. Oben. Ach komm. Drauf geschissen, ey. Sollen die mich in Ruhe lassen, dann kann ich. Habe ich ein CT. Dann kann ich jetzt auch CT-isieren. Ne, man muss auch mal die Arschbacken zusammenkneifen und sagen. Drauf geschissen, ich kann auch ein CT. Ne. Ich Farbe mach mal von mir aus hier. Grün, kein Plan, mach blau. Ach komm, mach blau. CT ist auch schon blau, kann man das einstellen, kann man sogar gut. Komm her. Mach eine Farbe. So, stell so hin, sehr schön. Dann. Ich hab doch. Ach nee. Das habe ich noch nicht, alles klar. Brauchen wir noch. So. Genau. Das passt. Also ich würde echt cooler. Nee, das
Warum passt das nicht? Kann ich den nicht ans? Warum muss? Das ist halt ein Riesen. Riesenapparillo. Das CT. Riesenapparillo. So, fehlt noch irgendwas. Ja, ein Schrank. So. Kann ich das mit einer weißen Wand einfach machen? Nein, schade. Schade. Können wir die abreißen, wieder rückgängig. Weil die Frage ist, braucht der CT einen Drucker? Anscheinend nicht. Warum braucht der CT denn keinen Drucker? Ich bin glücklich. CT braucht keinen Drucker. Warum braucht der CT keinen Drucker? Ich bin entzückt. So. Fantastisch, wir brauchen keinen Drucker. Ja, leck mir am Arsch. Ja, leck mir am Arsch. Warum brauche ich denn keinen Drucker hier im CT? Das ist fantastisch. Ich brauche endlich mal keinen Drucker. So kenne ich das zumindest immer. Dass die noch so ein kleines Extra. So ein kleines Extra-Räumchen haben, ne? Kenne ich zumindest immer so. Ich kenne mich aber jetzt auch nicht so aus. Ich bin so selten im CT, wisst ihr? So, sehr schön. CT fertig. Die Tür ist falsch. Falsche Farbe. Egal. Passt. Hoppala. Damit wäre das CT durch. Ne, ob, ja, das CT ist benutzbar. Herzlichen Glückwunsch. Brauchen guten Radio. Radiologen. So, machen wir auch nachts CTs. Ich weiß nicht, Notfall-CT nachts finde ich gut. So, jetzt haben wir auch nachts CT. Immer ein CT. CT Tag und Nacht. Ja, ich weiß auch. Komm, Leute. Benötigt Untersuchung. Was? Ich habe doch gerade erst das CT gemacht, getan. Leute. Wo ist er? Wo? Ach, der ist doch schon auf dem Weg, der Typ. Was willst du? EKG. Okay. Also anscheinend habe ich zu wenig Schieber. Ich habe zu wenig Schieber. Wir brauchen noch einen Schieber. Nachts. Ich muss mehr nachts. Ich muss Tag und Nacht gleich viele Schwestern haben. Ja, ich brauche nachts noch eine Stationsschwester. Es tut mir leid, aber ich brauche nachts noch eine Pflegerin. Eine gute Pflegerin hier. Bitteschön. Noch eine Pflegerin. Herzlichen Glückwunsch. Ich begrüße Sie. Ich sollte auch vielleicht noch so ein Rolli-Trolli, weil die stehen hier immer lustig. Das heißt, da könnte auch noch ein Rolli-Trolli, weil die sind immer und die sind immer gefühlt unterwegs. Sie fahren immer von Meppen Süd nach Meppen Süd. So mit den Rolli-Trollis. Ich weiß nicht, ob das jetzt der neue heiße Scheiß ist, aber anscheinend schon. Deswegen gibt es jetzt zwei neue Rolli-Trollis. Dann können die hier mit dem Rolli-Trolli durch die Gegend kutschiert werden. Oder ich könnte auch, da hier so ein toller Flur ist. Warte. Wo sind die Rollis? Gib mir die Rolli. Da. Könnte man hier super 1, 2, 3
Vier Rolli-Trollis hinstellen und die Tür. Hoppala, ich dachte, wäre eine Einzeltür. Okay, dann mach halt so. Perfekt. Dann kann sie ja einen Rolli-Trolli perfekt tun. Ja, ich wollte verkaufen machen. Mach den weg. Zack. Perfekt. So, sieht gut aus. Jetzt haben wir genügend Rolli-Trollis hier. Zack, zack, zack. In Reih und Roll. In Roll und Glied, Leute. Kling. Was habe ich denn jetzt? Ach so, okay. Okay, ich kann auch geil. Ich kann abbezahlen. Ich kann richtig, konnte jetzt richtig geschöpft. Frick. So, kann ich? Nein. Schade. Bereits erreicht. Aber ich kann noch mehr als drei. Ich will alle. Nicht versichert, ja. Das heißt, wenn ich die wegnehme, kriege ich die trotzdem nicht. Alles klar. Schade. So brauche ich erst ein Dings. Na. Fünf Krankenwagen, dann können wir weiterreden. Alles klar, Chef. Auto GmbH. Happy Life Project Care. Öffne Trauma. Ja, öffne ich hier. Tralala, trilladu. Ich geb dir. So, hier ist zu nachts. So, nachts mache ich halt da keine Behandlung. Ne? Lohnt sich nicht. So, CT wird aber fleißig angenommen. So, du hast eine Milzprellung. Bluttransfusion, herzlichen Glückwunsch. So. Zack, zack, zack. Wir haben noch immer keine OP heute Nacht durchgeführt. Obwohl ich der Meinung bin, dass wir könnten. Ich bin der Meinung, dass wir können, aber ihr wollt halt nicht planen. Wenn ihr das halt nicht planen wollt, dann wollt ihr halt nicht. Dann mach mal ein bisschen Gas. Gib Gummi, Baby, gib Gummi, 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 geh. Ich brauche eigentlich noch einen Krankenwagen. Ja, ich habe irgendwie Bock. Dr. Jen hier. Genitor. Dr. Genitor. Genitor oder so. Das war der Witz. Da ist der nächste Krankenwagen losgetüdelt. Mann, hätte ich gerne einen Kranken. So, OPs zu betreuen ist echt heavy. Ach, guck, wir operieren nachts. Doch. Na doch nicht. Tun wir doch nicht, dachte. Warum nimmt sie dann diese Trage? Ich versteh's nicht. Runter. Was? Oh Gott, wir haben zwei gerade. Oh. ITS, Abdominal-OP, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich komme sofort. Ich helfe dir. Sofort, mach mal eine Aus, mach mal das da. Und du brauchst Notfallversorgung. Körperliche Dings. Nierenquetschung. Okay, dann kriegst du das. Trotzdem sollten wir ein CT tüten und eine Befragung machen. So, hast du gemacht? Weißt du mittlerweile was? Nein, Auswertung.
Dann guck mal. Also werte mal aus, guck mal hier. Probier mal, wie sieht's aus? Innere. Sehr schön. Dann mach. Dann verschreib. Und schönen Tag. So, wie sieht das aus? Kriegt eine Abdominal-OP? Die trauen sich halt irgendwie nicht. Sind wir ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum die sich das nachts nicht trauen zu operieren. Ich verstehe das nicht. Die sollen eine scheiß OP machen. Ich habe so viel Personal hier. Ja, geht doch. Trauen die sich doch eine OP? Jetzt weiß ich auch, dass eine OP geht. Das war auch die einzig geplante, ne? Das ist die einzig geplante OP. Für nachts gewesen. Finde ich gut, dass sie doch noch heute Nacht mir zeigen, dass sie operieren. Sehr schön. Wir operieren jetzt auch nachts. Die erste Nacht-OP. Was kriege ich eigentlich, wenn ich 10 OPs durchführe? Erhöhe, okay. 25, ja. Ich hätte das aber viel lieber. Ja, das macht mir mehr Spaß. Ist auch die vorletzte Aufgabe. Entschuldigung. Na, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist Zeit, aber das kriegen wir hin. OPs, 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 mach mal. Easy peasy. Ja, das kriegen wir locker hin. Frage noch mal kurze Frage. Wie teuer ist so ein Krankenwagen? 89.000. Ich hätte halt schon gern so ein Helikopter. Das würde mich schon reizen. Kann nicht in der Luft platziert werden, ach so. Das würde mich halt schon reizen, wenn ich mal gucke. Ja, da so, also hier schon. Also das würde mich schon reizen, so. Lieber erst gepflastert und weiße. Dass wir erst hier Pflastersteine auslegen, hast du nicht gesehen. Also das wäre mir dann doch noch ganz lieb davor. Dachziegel, Pflastersteine. Ne? Hier so. Kostet ja quasi nichts. So, perfekt. So, und dann kannst du mir aus hier einen Helikopter hinstellen. Kann ich damit auch ein Haar malen? Also ich habe zwei zu wenig. So. Nicht zwei zu wenig, sondern zwei zu viel. Alles klar. Also hier sind dunkles Gras, helles Gras. Hier sind zwei zu viel. Warum kann? Es fehlt mir Geld. Ach, fick dich doch. Komm, gib mir ein bisschen Money. Komm, mach kurz Money. Komm, mach. Danke. Ich hab Bock. Komm, ich hab Bock. Ich will. Komm, wir machen jetzt. Wir machen jetzt das einfach. Mach hier so. Mach so. So, und jetzt will ich hier irgendwie ein Haar reinkriegen. Also. Zwei so. Und zwei so. Und so. Heli-Heli-Kop, top. Heli-Heli-Kop. Haar für Heli. Heli-Pad. Kann man eigentlich draus? Kann man nicht. Schade. Kann man das? Nein, kann man auch nicht. Das kann man aber. Also das könnte ich. So. Das könnte ich dann auch so. Er sieht schon kacke aus, muss man sagen. Wenn ich das jetzt so ziehe, sieht das besser aus. Bin mir nicht sicher. Zieh mal so und dann mach mal so. Sieht alles kacke aus, oder? Das sieht gut aus.
Hier steht Heli. So, jetzt können wir da einfach einen Helikopter drauf platzieren. Ja. Welche Farbe denn? Rot Standard, ne? Ich mag diese Farbe. Oder blau. Blau hat da auch was. Also entweder diese Farbe oder diese. Ich finde diese geil. Bumm. Heli, ich hab'n Helikopter, Kopter, Kopter. Ich hab'n Helikopter, Kopter, Köpte. Boah, krass. Zählt der als Dritter? Ach, verdammt, warum zählt der denn nicht als Rettungswagen? Fick dich. Fick dich, Spiel. Warum? Das ist so viel geiler als ein Rettungswagen, so ein Helikopter. Ne, das ist doch richtig cool. Ich will den fliegen sehen. Kommt, lasst uns fliegen. Ich will ihn fliegen sehen. Zeigt ihn mir hier. Kommt, lasst ihn fliegen. Eine Stunde schon. Leute, sagt doch was. Wir haben Helikopter und alles und aber. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, Gott. Bye, bye, ne? Bye, 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 bye. Tschüss, nächste Folge. Bye, tschüss. Ich bin süchtig. Bye, bye.